Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Porsche Macan GTS, ein Jahr, 25.000 Kilometer Ceramic Coat Ultra Moon, also unsere Top-Beschichtung. Wir machen hier ein Update, wir checken mal, wie der Lack aussieht, wie die Performance noch ist, das und noch viel mehr in dem Video. Bleibt dran, viel Spaß! Für viele, die es nicht kennen, unser Ultramoon ist unser State-of-the-Art-Coating, also unsere Top-Keramikbeschichtung aus dem Hause Reflektor. Das ist ein Two-Layer-Produkt, also eine Zwei-Schicht-Keramikversiegelung. Der Kunde oder die Kundin war letztes Jahr hier, hat sich das Auto relativ gebraucht neu zugelegt, also mit so circa 7000 Kilometern auf dem Tacho. Das hatte ich hier auf dem Serviceheft extra notiert. Und hat hier unsere Top-Keramik-Versiegelung gebucht. Also einmal komplett tutti, kratzerfrei und ein Two-Layer-Produkt, in dem Fall Ceramic Coat Ultra Moon. Wurde also sehr aufwendig aufbereitet. Fahrzeug ist jetzt in einem Jahr 25.000 Kilometer gefahren worden. Es ist durch die Waschanlage bewegt worden. Also es wurde genau zweimal von Hand gewaschen in der Zeit. Das hat sie mir jetzt extra noch gesagt. 25.000 Kilometer Laufleistung. Wir befinden uns also hier so bei 33.000 Kilometer. Ich habe extra nochmal jetzt auf dem Tacho nochmal schnell geschaut. Und wir machen jetzt heute eine Maintenance-Wäsche. Das hatte ich der Kundin angeboten, dass sie sehr gerne kommen kann. Wir waschen das Auto jetzt einmal durch, machen vielleicht eine kleine Nachpflege und gucken jetzt einfach mal, wie ist der Lackzustand von dem Fahrzeug. Wir reden hier von einem sehr schönen Unirot und da sieht man relativ viel. Das heißt, ich bin jetzt auch gespannt, wie sich das Auto vom Lackbild, vom Kratzerbild, von der Leistung, der Beschichtung, wie das jetzt noch aussieht. Und dabei nehmen wir euch mit. Vorher, mittendrin, nachher, let's go. Wir machen eine Maintenance-Wäsche. Rock it! Thank you.
Ja, alkalischer Vorreiniger, Pre-Snow plus jetzt auch nochmal alkalischer Schaum. Wir haben jetzt mal die ganzen Insekten angelöst, den ganzen groben Schmutz. Und ich würde sagen, checken wir jetzt mal nur nach der Vorreinigung, wie gut es noch perlt. Let's go! Ich würde sagen, kann sich sehen lassen. Nach der Laufleistung, nach einem Jahr, bin ich selber überaus positiv überrascht, dass das echt noch so gut überall abperlt, dass die Beschichtung überall noch so gut vorhanden ist nach einem Jahr im unteren Schwellerbereich, also auch überall in den schwierigen Partien. Wir haben das Auto jetzt einmal, also der Maintenance Wash gemacht. Das bedeutet, wir haben eine alkalische Vorreinigung gemacht. Vorreiniger plus Schaum und danach im Prinzip dasselbe nochmal mit sauer, also ein saurer Snowfoam plus eben dann das saure Shampoo, das ganze Auto einmal dekontaminiert. Und ja, ich denke, im Großen und Ganzen kann sich das da wirklich sehen lassen. Im Anschluss werden wir jetzt noch eine Runde Ultra Snow drauf machen, das Auto jetzt einmal reinfahren. Ich möchte mir nämlich auch gerne mal gucken oder anschauen, wie der Lackzustand noch ist. Ein bisschen was sieht man jetzt hier schon in der Sonne, dass der wirklich relativ kratzerfrei ist. Der Alex versucht das auch nochmal einzufangen. Ja, also wenn ihr jetzt gleich den Lackzustand noch sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dran, machen wir jetzt zum Ende des Videos. Ich hingegen muss sagen, Resümee, bin äußerst positiv angetan. Produkt ist in der Videobeschreibung verlinkt, ist halt ein gewerblich-only-Produkt. Es ist eine Anwendung durch dieses Two-Layer-Prinzip, halt ein bisschen anspruchsvoller und deswegen auch nur für Gewerbetreibende. Generell, wenn ihr Fragen aber dazu habt, einfach unten in die Videobeschreibung. Und ich bin auf eure Meinung gespannt, teilt mir eure Meinung unten in den Kommentaren auf jeden Fall auch mit. Ja, ich fahre den jetzt in die Halle und dann checken wir noch kurz das Lackbild und dann bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, macht's besser. Ciao.